Herzlich willkommen zurück zu Bayonetta 2, Kapitel 11, die Herrscherin von Inferno. In der Hölle sind wir noch. Und dort geht's ganz schön heiß her und wir kriegen ganz schön auf Fresse. Aber jetzt sind wir anscheinend an unserem Ziel angekommen. Jan ist nah. Dann schauen wir mal, ob wir Jan jetzt retten können. Im letzten Part hat uns Rowden auch geholfen, die Dämonen ein bisschen zu klatschen. Der hat's ganz schön drauf, der Typ. Olag, Magle Olag Babylon F. Donasto Gamata Tastos Dla Sodpi. I came to pick up a friend. It's almost her curfew. Halaraklir, Erm, Koronzon, Mua, Krip O'Kram Sakwas Madrid. Till Gav Ribs Abmach, Amd Gefa, Zax Coxb, Old Und Ukklin. Babylon Apakna Niso, Nene Banglasti Founts Nunkf, Prinzar. Nunkf Vipura Galva, Mercuris Tlasod Pi. Are you still going to forgive me my trespasses now? What are you going to do without your precious palace? Agzakar Nunkf, his Umbra Koronzont. Kasam Nunkf, Boboen Eran Madama Butterfly. Nikma Pai, Las Madama Butterfly. Matba Katsba, Zerdo Umf, Zernzava Unzam. Good thing the three of us girls enjoy a good catfight. Ausgeburt der Hassliebe, Alraune. Madama Butterfly, Olkos, Nunk, Kwasai, Ozzy. I don't know what you did to piss her off, but whatever it was, nice. Madama Butterfly hat ein bisschen Ärger mit Alraune. Na gut, hoffentlich wird das im Kampf noch später thematisiert. Und wir erfahren noch, warum sie, was sie getan hat. Wahrscheinlich irgendwie ein Mann ausgespannt oder so. Die große Liebe, die große Hassliebe ausgespannt oder so. Oh ne, jetzt hat sie mich doch getroffen. Das ist gar nicht so nett, was sie macht. Jetzt hat die. Ach, die kann auch rauen? Oh Gott. Na toll. Hallo. Alter. Ah, die Alraune können mich festhalten, das ist nicht so gut. Ich sag einfach mal Alraune. Aus der Luft gefischt, so. Ist jetzt abgehauen und hat. Oh nee, okay. Ah Mann! Aua, 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 sie peitscht tausendmal, sie peitscht tausendmal, sie peitscht tausendmal, sie peitscht. Okay, sie peitscht nicht tausendmal. Na? Oh, ich dachte, sie haut zu. Jetzt haut sie zu. Ah, Mann. Oh, nee. Die Pflanze muss weg. Mein Lutscher essen. Zur Sicherheit. Okay, noch gut getroffen. Da, dieser Angriff, ne? Wenn sie nach oben fliegen, darf ich also nicht sofort ausweichen, sonst treffen mich die scheiß Stacheln. Okay, sie macht wieder die Pflanzen. Kann ich mal eben den. Ah ne, ich habe keinen Lutscher mehr. Haha. Kein Lutscher mehr für Angriff. Alter. Ich wollte gerade einen Lutscher essen. Alter, die hat mir aber jetzt viel zu viel Schaden gemacht. Moment. Gucken wir, was wir an Lutschern herstellen können. Einen kleinen können wir machen. Das Drehen hier nervt. Oh, okay. Einen können wir machen. Der hilft uns hoffentlich auch. Ansonsten machen wir uns noch ein Schild.
Welcher ist denn da von der Mega? Der hier wahrscheinlich. Weil der mehr braucht. So, lila Lutscher kann ich mir nicht machen. Ein anderes Lutscher kann ich mir machen. So, und dann rüsten wir uns die auch mal aus. Rotglühender Schuss. Achso, okay, den muss ich nicht. Den muss ich nicht einsetzen. Okay, wenn ich einmal sterbe, habe ich nochmal eine Sicherheit. Das ist ganz gut. Das habe ich ganz vergessen. So, Freunde. Ah, ich habe noch so einen. So. Schild und Lutscher. So, jetzt einmal hier. Voll Umbra Power. Okay, das Schild hat mich, glaube ich, hart gerettet gerade. So, und jetzt kriegst du ordentlich auf den Sack. Nein, ausweichen. Sehr gut. Den macht's wieder. Oh Gott, dieser doofe Angriff, ne? Der regt mich richtig auf. Dieser Luftangriff. Die macht Pflanzen, okay. Alter, lass mich doch in Ruhe. Okay, wieder weg, 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 weg. Oh Gott. Habe ich noch Heilung? Nee, Schild habe ich aber noch. So, ein Schild habe ich noch. Die ich nicht ausweichen muss, wenn ich den Schild habe. Da macht mir nichts Schaden. Dann bist du unverwundbar. Voll krass. So, tschüss. Lady. Ich muss noch weiter kämpfen. Ausgeburt des Wahnsinns, Alraune. Ich hab nicht mehr so viele Items. Sean! Then it's going to be a bloody coronation. Now, release my Umbran sister. Das sagt die so einfach. Noch ist der Schild aktiv. Noch habe ich eine Chance. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Schild weg. Können wir nicht einfach einen krassen Witchfight machen mit Madame Butterfly und so? Ich guck mal, was ich noch an Lutschern habe. Ich habe nicht mehr viel. Zumindest heilungstechnisch sieht schlecht aus, aber wir haben, glaube ich, noch Schilde. Kleine Schilde haben wir noch. Den nehmen wir auch mal mit. Für mehr Schaden. Ansonsten sieht es schlecht aus. Einmal darf ich sterben, das ist ganz gut. So, warte mal. Den rüsten wir auch mal aus da oben. So, und dann essen wir auch den Lutscher und dann hauen wir ihr mal ordentlich auf den Sack. So, ich bin sogar ausgewichen. Krass, obwohl ich hier nichts sehe gerade. Oh, sie sieht Sternchen. Wie gut. Okay, ich habe hier irgendwas aufgerissen. Soll mir recht sein. Die kriegt gerade ordentlich aufs Fressbrett, ey. So, beide Lutscher gefressen. Habe ich noch irgend... Ja, ich habe noch Schildlutscher, okay. Muss ich auch essen. Die gehen leider sehr schnell aus. So. Jetzt noch Climax hinterher.
kriegt sie auf Fresse. Alter. Und nur weil ich gerade so mutig bin. So, du kleine doofe Mistdämon. Ich hätte fast ein böses Wort gesagt. Oh ne. Sie zieht meine Seele raus. Oh Gott. Misku. Nee, 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 nee. Damn, woman. I thought I told you to chill. You got more important shit to do than dealing with this monstrosity. Jean. Jean, get up. You're going to be late. Jean? It's time! Get up! Please, Jean! Wake up! Jean! Sir Hazel. What do you need? A wake-up kiss or something? You never were much of a morning person, were you? This... but this is... Sereza. You came here to rescue me? Are you insane? You took the words right out of my mouth. Let's go. You need to get back to your body and get some rest too. Be careful, Sereza. Something big is going to happen to our world. I know. Just go home. And no stopping or turning around along the way. Thought I'd fucked up my business. Gotta hand it to you. This is quality. The perfect palette for an artiste. Now, time to do my dirty work. So that's how that works. Well, not very romantic. Got a nice glow about it, don't you think? As for its power, well, you don't need me to explain the finer points of fucking shit up, do you? Got them all lined up waiting to be saved, huh? Don't forget about your new toy. T
Tja, und damit ist das Kapitel auch beendet. Krasser Fight. Und was hat er da mit ihr gemacht? Oh, Gold noch bekommen, obwohl wir so viel Schaden bekommen haben. Na gut, soll mir recht sein. Hat er die eingesaugt? Alruna haben wir jetzt. Ah, okay. Ihre Waffe also. Okay, cool. Gut, und im nächsten Part geht's dann weiter, den Kleinen zu retten. Der Lumenweise, der kommt dann. Wir gehen, glaube ich, Richtung Ende zu. Das wird richtig hart gerade. Naja, wir sehen uns im nächsten Part von Bayonetta 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.